bevor wir euch aber Phnom Penh zeigen, wollen wir euch noch ein bisschen was zu Kambodscha sagen. Weil Kambodscha kennt man eigentlich nur durch Angkor Wat. Angkor Wat kennt jeder, diese tollen Tempelanlagen, die Tempelruinen im Dschungel. Aber Kambodscha kann noch viel mehr. Phnom Penh ist die Hauptstadt, hat hier ungefähr 2,2 Millionen Einwohner. Kambodscha ist relativ klein, hat ungefähr nur 16 Millionen Einwohner. Und das Land hat eine relativ schwierige Geschichte hinter sich. Ja, in den 70er Jahren waren hier die Roten Khmer. Hier war ein großer Genozid mit bis zu 1,7 bis 2,2 Millionen Tote. Und die Vietnamesen haben dann quasi die Roten Khmer vertrieben und besiegt. Und seitdem ist das Land wieder relativ ruhig. Ja, es ist hier eine Wahlmonarchie. Das bedeutet, das Volk kann den Monarchen wählen. Und ja, ansonsten entwickelt sich das Land relativ gut. Es gibt allerdings zwei Währungen, das ist der Riel und der Dollar. Ein Dollar sind 4000 Riel. Man kann mit beiden Währungen zahlen, das ist kein Problem. Man kriegt auch beide Währungen an Geldautomaten. Und was uns besonders gut gefällt, weil das werden wir immer wieder verkauft, ja, wie macht ihr das eigentlich? Ihr habt immer Internet. Ja, hier hat man Internet. Hier gibt es einen Datentarif, kostet 13 Dollar. Man hat 80 Gigabyte für 2 Monate, kann so viel telefonieren, wie man möchte. Also das funktioniert auch ganz gut. Aber genug von den ganzen Rundum-Themen, die hier in Kambodscha stattgefunden haben. Jetzt zeigen wir euch erstmal die Stadt. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Phnom Penh. Wir sind jetzt seit einigen Tagen hier in Phnom Penh. Wir sind quasi von Thailand geflüchtet, weil hier wieder so ein bisschen mehr Lockdown war in Thailand. Immer mehr hat zugemacht. Und heute wollen wir euch auf eine Stadttour in Phnom Penh mitnehmen. Als erstes geht es zum Wat Phnom. Also da hat die Phnom Penh den Namen her. Dann geht es weiter zum Royal Palace. Dann wollen wir uns so eine River Promenade angucken. Den Urusi Market und den Central Market. Und morgen geht es dann zu den Killing Fields. Das kommt aber dann in einen eigenen Vlog, weil ja, es ist ein doch ein bisschen ein sensibleres Thema. Und das wollen wir euch aber auch nicht vorenthalten und euch auch zeigen. Genau, wir nehmen euch jetzt mit. Hier in Phnom Penh fährt man Tuk-Tuk. Einfach mit der App Grab kann man hier Tuk-Tuks bestellen. Sau günstig, funktioniert super. Die Grabs sind auch relativ schnell immer da und auch kostengünstig. Und ja, viel Spaß. Ein großes Thema bei uns ist immer, Martina ihre Schuhe anziehen. Also für alle Fußfetischisten, die jetzt zugucken, hier seht ihr Martina, wie sie ihre Schuhe anzieht. Martina, wie geht's dir damit? Also ich kann das gut. Ich zeige euch jetzt mal einen Trick, den ich in den Bergen gelernt habe. Wenn ihr nämlich nicht wollt, dass eure Schuhe immer aufgehen, dann macht ihr die ganz normale Schleife, also hier einmal kreuzen, dann so, wie die normale Schleife wäre, und dann nochmal rum. Und dann ist dieses Ding einfach mega stabil. So, der geht euch nie wieder auf. Hallo. Grab? Yes, Grab, Max. Im öffentlichen Raum in Kambodscha gilt übrigens aktuell die Maskenpflicht. Das heißt, bei dem Wetter, wo es dann noch ein bisschen wärmer ist und sonnig, seid ihr extremst inkognito unterwegs. Und das sind die Tuk-Tuks. Nach 20 Minuten Fahrt sind wir nun am Wat Phnom angekommen. Dieser Hügel ist der Namensgeber auch von Phnom Penh. Also Wat Phnom bedeutet so viel wie der Tempel Phnom und Phnom Penh bedeutet so viel wie der Hügel Phnom. Der Hügel ist 27 Meter hoch, hat 300 Meter Durchmesser und stammt der Legende nach aus dem 14. Jahrhundert. Da hat eine Witwe damals hier am Fluss mehrere Buddha-Statuen gefunden, die nach einem Hochwasser flussabwärts gespült worden sind. Und um die anständig wieder ein neues Zuhause zu geben, hat sie hinter ihrem Haus diesen Hügel aufschütten lassen. Hier liegt inzwischen auch die Asche eines bedeutenden Königs begraben. Und damit ist der Hügel auch das Zentrum der Neujahrsfeier hier in Phnom Penh. Übrigens, für Touristen kostet es hier einen Dollar. Ich werde es fast kostenlos sein, weil ich das Schild nicht gelesen habe. Weil hier am Eingang steht nämlich, hier, ein Dollar für Touristen, aber nur für Touristen. Einheimische dürfen umsonst sein. Genau.
Und jetzt zahlt Martina mit $20 und das ist gerade ein ziemlicher Act gefühlt. Wie man sieht, ist hier nicht viel los. Es kann aber auch daran liegen, dass gerade Mittagshitze ist. Martina, es ist schön warm, ne? Absolut, ja. Also man köchelt so vor sich hin. Und jetzt gucken wir uns mal den Tempel an. Sieht ganz nice aus hier. Und das Geile hier riecht immer so geil nach Räucherstäbchen. Ich finde das immer total geil. Ich habe die auch immer in Deutschland zu Hause, weil die ganze Wohnung dann irgendwie so nach Tempel riecht. Ich weiß nicht, ob das Glücksrad ist oder eine Zeremonie. Schaut irgendwie nach Glücksrad aus. Da dreht sich so ein Licht und es wird gebetet. Ich weiß es nicht, was es genau ist. Martina, hast du eine Ahnung, was das ist da? Ist das Glücksrad oder ist das ein Gebet? Vielleicht muss man es drehen und je nachdem, wo es dann stehen bleibt, hat man dann Glück oder Pech. Also Glücksrad. Bestimmt. Nein, ich glaube nicht. Es dreht sich. Wir haben gerade einen riesigen Hornbill gefunden. Er sitzt ungefähr so 4 Meter vor uns und sitzt auf diesem Ast und schaut uns an. Das ist ein gigantischer Vogel. Das ist echt noch gigantischer als dieser Tempel hier. Ich habe sowas noch nie gesehen. Nicht in einem Zoo, nichts. Wir waren in verschiedenen Vogelparks überall auf der Welt, aber so einen Hornvogel habe ich noch nie gesehen. Und hier sitzt er auf einem Baum in freier Natur. Gigantisch. Richtig, richtig toll. Hinter mir seht ihr jetzt eine große Stupa, also Stupa ist so diese typische buddhistische Tempelanlage. Darunter ist das Grab oder hier das von Hiayat. Das war ein Herrscher aus dem späten 14. Jahrhundert, der hier irgendwo begraben liegt und der mehr oder weniger den Grundstein für Phnom Penh gelegt hat. Es gab damals schon so eine kleine Siedlung hier, wo auch diese Witwe gelebt hat, die eben den Tempel zuerst errichtet hat. Allerdings das Königreich von Herrn Hiayat ist nach einer starken Flut mehr oder weniger abgesoffen. Daraufhin mussten sie das Siedlungsgebiet verlegen und haben es dann hierher verlegt, genau um das Gebiet hier außen rum. Auch da, wo der Zentralmarkt heute liegt, können wir es nachfolgend gleich angucken. Ja, und hier liegt der gute Mann jetzt. Wer eine Stupa noch nicht gesehen hat, so sehen die aus, haben meistens 7 Ebenen. So buddhistische Tempel haben einfach Leben. Hier laufen Küken rum, da oben sitzt ein riesiger Hornbill. Und da hinten sitzt auf dem Dach noch ein Hornbill, der irgendwie klopft, weil er irgendwie was zu essen kriegt, wenn er klopft. Der hat verstanden, wie Menschen funktionieren. Und diese Küken, ja, die laufen rum, aber die Hornbills hier bei dieser Stupa sind das wahre Highlight. Oder Martina? Richtig krass, solche Vögel habe ich noch nicht gesehen, nicht in der Größe. Das ist eine Uhr XXL. Die ist in der Sonne, also eine Sonnenuhr. Martina, nur weil sie in der Sonne ist, ist das keine Sonnenuhr. Komm schon, die ist ja sonnig. So, als nächstes geht's mit dem Tuk-Tuk zum Central Market. Weil in der Mittagshitze ist es doch relativ heiß, ne? Ich bin gerade verwirrt, dass es da dreimal gefragt hat, wo wir hin wollen. Das steht doch in der App. Ja, das steht auch, wird da angezeigt. Das war Cross-Selling, Martina. Okay. Ich bin ein bisschen. Ich hab so Trust Issues halt Nepal, wo uns einfach jetzt ein Taxifahrer aufgegabelt hat und ist dann losgefahren. Und dann war das gar nicht der, den wir bestellt hatten und fragt uns dann irgendwie so nach 10 Minuten, wo wir eigentlich hin wollen. Das war seltsam. Nach einer kurzen Fahrt sind wir jetzt auch im Central Market angekommen. Martina googelt schon, was eigentlich der Central Market ist. Martina, was ist der Central Market? Das war ich noch nicht. Also okay. Erstmal sehen wir hier ein schönes Kuppelgebäude. Genau, da gehen wir jetzt rein und trotz Corona hat dieser Markt offen. Und ja, in der Mittagshitze ist das, glaube ich, ganz gut, dass es jetzt überdacht ist und nicht mitten in der Sonne. Hier kann man allerlei Zeug kaufen, gefälschte Originalware, Schnitzereien, was kann man noch alles kaufen? Eigentlich alles. Martina hat irgendwas gegoogelt. Also der Markt stammt aus den Jahren 1935 bis 1937
und wurde von den französischen Architekten Louis Chauchon und Denis Desbois entworfen. Unter Mitwirkung des Architekten Wladimir Kandurov, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, und gehört in die stilistische Richtung des Art Deco. So sieht das Ding aus. Also, ob es besonders schön ist, weiß ich nicht. Das ist ein Markt auf jeden Fall. Und Martina, hier gibt es diese Hosen, die du wolltest. Oh ja, definitiv noch eine. Jetzt sind wir innerhalb der Kuppel. Hier ist es schön kühl. Hier ist es echt angenehm. Das war, glaube ich, der richtige Ort hier für die Mittagspause. Hier gibt es Schmuck, ganz viele Klamotten. Martina, brauchst du Schmuck? Brauchst du Klamotten? Nee. Was brauchst du? Die Kuppel ist 26 Meter hoch und 44 Meter im Durchmesser oder 45? Ja, also sowas um den Dreh. Und wurde 2009 bis 2011 nochmal komplett renoviert. Und wichtig, dieser Zentralmarkt, wie der Name sagt, zentral ist ungefähr in der Mitte von Penz. Das heißt, wenn ihr euch orientieren wollt, Zentralmarkt ist immer ungefähr die Mitte. In Thailand hier alles ausgestorben war, ist hier alles voll. Also hier hat jeder Laden offen. Ganz wenig sind mal zu, aber ich sag mal so 80% hat hier wirklich offen. Man kann hier wirklich alles einkaufen. Gell? Ist ziemlich voll hier. Also wesentlich besser als in Thailand. Ja, es sind auf jeden Fall die Läden offen und Produkte da. Also ja. Ja. Hallo. Jetzt sind wir im spannenden Teil des Marktes angekommen. Hier gibt es Essen, Früchte, Obst. Wir haben auch noch kein Mittag gegessen. Und hier riecht es irgendwo nach Grill, Martina. Das heißt, wer kriegt was zu grillen? Sag's, sag's. Ich krieg auch ein bisschen nach Durian. Magst du das auch haben? Ich krieg was zu grillen, ja, ich hier. Hier gibt's auch Fisch. Fisch mögen wir aber beide nicht sonderlich gerne. Hier gibt's auch Entengedärme. Und einen Friseur. Neben den Entengedärmen. Und Fisch. Das ist echt erstaunlich, wie viel hier offen hat. Das ist kein Vergleich zu Thailand. Hier ist wirklich, sag mal, der Lockdown und Corona irgendwie nicht so hart gewesen anscheinend. Oder wahrscheinlich genauso hart, aber die Läden haben zumindest offen. Hier gibt es wieder Obst und Gemüse. Souvenirs, Nüsse, Gewürze, getrocknete Champignons. Teilweise sieht das echt lecker aus, Martina. Absolut, aber teilweise riecht es auch extrem komisch. Und ich hatte dann immer Angst, dass meine Klamotten, die ich hier kaufe, erstmal eine Zeit lang noch stehen. Hier gibt es die Eiswürfel, die Kühlung von Fisch und Co. Hier wird gerade Eis geschnitten. Geiler Job bei der Hitze. Eishändler. Hier wird gerade Eis geliefert. Ich zeig's euch mal. Das ist ziemlich cool. Hier werden die Eisbahnen runtergeschossen. Dann kommen die dahinter. Und da werden sie dann zersägt. Ja, wir können sie gerade fangen gefroren. Ich kann sie nicht abladen. Ja, irgendwie kriegt das gerade nicht mehr hin. Das wird da einfach so fake. Hier ein großes Stück. So wird übrigens Crusher hergestellt. Jetzt sind wir im Food Corner angekommen. Hier gibt es alle Süßigkeiten, Pandannüsse, Fisch, Fischcake, Banh Mi, irgendwas anderes zum Essen. Dinge, die wir noch nie gesehen haben. Fisch, Tintenfisch. Hier gibt es wirklich alles. Äpfel, Gemüse, seltenste Früchte. Martina, willst du Obst mitnehmen? Hab nicht, weil das muss ich den ganzen Tag umschleppen. Macht Sinn. Ganz viel schönes Obst. So sieht es hier um den Central Market aus. Hier ist viel los. Autos fahren rum. Viele Jeeps und SUVs sind hier tatsächlich. Das ist uns in Thailand schon aufgefallen, dass die Kleinwagen hier nicht mehr so gang und gäbe sind, sondern eigentlich die großen. Und ja, so sieht es hier aus. Es hat ungefähr 26 bis 28 Grad, ist aber derzeit der kälteste Monat
Von daher, no thank you, no tuk-tuk. Berlin Field Museum. Und ja, hier sieht man nochmal so einen schönen großen SUV. Die gibt es in Deutschland gar nicht. Im Hintergrund seht ihr einen Kaffee Amazon. Das ist so eine der größten Kaffeeketten hier, die wohl Starbucks recht große Konkurrenz macht. Ja. Auch hier in Kambodscha gibt es eine Corona-App. Die jetzt gerade nicht funktioniert. Nee, weil du auf Video bist. Aha. Super. Okay, also im Endeffekt muss man nur den QR-Code scannen, kurz das Passwort eingeben. So. Und dann kommt man hier auf diese Webseite. Da muss man sich einmal mit Telefonnummer registrieren, also mit eurer kambodschanischen, die ihr mit eurer SIM-Karte sowieso kriegt. Und dann checkt ihr euch immer ein, wenn ihr in den Laden reingeht. Außerdem müsst ihr theoretisch eine blaue Karte vorzeigen. Bis jetzt hat jeder noch das europäische Impfzertifikat akzeptiert. Und jetzt gehen wir da rein. Wir gehen jetzt gerade zum Urusi Market. Das ist ein sehr großes Marktgebäude über mehrere Stockwerke. Also wir laufen hier eine Straße entlang. Es ist eher so halbwegs nur Gehweg da. Also man läuft tatsächlich hier irgendwie so großteils auf der Hauptstraße. Und die Ampeln werden großteils eingehalten. Das heißt, viele halten sich auch nicht dran. Das heißt, Vorsicht, wenn ihr über eine grüne Ampel geht. Da ist eine Fußgängerampel. Die sind schon ewig rot. Und gefühlt fährt irgendwie alles, obwohl alles rot ist. Keine Ahnung. Wir warten jetzt mal. Beide Fronten hier erinnern sehr stark an Vietnam, aber auch irgendwie an Taiwan. Also es ist so ein Mix. Man kennt es irgendwie. Es ist schon sehr stark chinesisch geprägt, auch vietnamesisch. Es ist wirklich eine spannende Architektur. Galtung ursprünglich eigentlich als eine der schönsten französisch geprägten Städte, hat sich inzwischen ein bisschen gewandelt. Das ganz normale Chaos hier. Muss man sich durchkämpfen. Gehweg und Roller sind irgendwie identisch. Hier ist Verkehrskrieg, wie in Indien. So, wir sind im Urusi Market. Martina guckt gerade noch, was hier so alles gibt. Hier gibt es Süßigkeiten, tolles Obst, tolles Gemüse und Martina, die im Weg steht. Martina, du stehst im Weg, glaube ich. Da sagt man so Bescheid. So, Martina, was gibt's hier? Erzähl mal. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ah ja, okay. Also der eigentliche Name ist Vampir Makara und man findet eigentlich nicht so viel dazu, zumindest auf die Schnelle, dass das ein sehr großer Markt ist. Und dass er besonders bekannt ist für seinen getrockneten Fisch. Genau. Dann gucken wir mal, was hier so gibt. Und hier darf man auch mit dem Roller durchfahren, ich zeig's euch. Das ist praktisch ein Roller, man kann hier überall durchfahren. Und Urusi ist der Name des Stadtteils und es gibt vier verschiedene Stadtteile, die so heißen. Okay. Es so. Riecht auch ein bisschen nach getrocknet. Wie ihr seht, das ist hier ziemlich voll. Hier kriegt man wirklich alles. Schau mal, was es so gibt. Hui. Da gibt es Louis Vuitton. Mit Vuitton am Ende. Supreme. Martinas. Hier ist Abstand halten übrigens gar nicht möglich, weil einfach die Gänge zu eng sind. Aber das, wofür man eigentlich Thailand kennt, gibt es hier. Schaut hin. Hier lebt alles. Im dritten Stock des Urusi Markets gibt es dann ganz viele Klamotten, wie man sieht. Die riechen nicht so nach Fisch wie die anderen. Ja, die anderen unten zwei, die Stockwerke, die riechen ein bisschen nach Fisch. Aber hier einfach nur Klamotten, gefälschte Sonnenbrillen. Alles, was das Herz begehrt.
Es ist viel Polyester, aber es ist teilweise so richtig krass kunstvolle Kleider, wie zum Beispiel hier. Haben wir auch schon überlegt, eins machen zu lassen. Bauchfrei natürlich. Wir haben jetzt hier so ein bisschen ein Problem. Wir irren seit 10 Minuten rum und finden nicht mehr raus. Keine Ahnung, wie wir hier rauskommen. Thank you, thank you. Ja, irgendwie sind wir ein bisschen lost. Aber wir haben in der Zwischenzeit tolle Stände gefunden, die Innereien verkaufen. Neben den Stoffen, also richtig lecker. Und der Geruch ist auch super, wenn man zwischen Stoffen geht und die Innereien spürt. Aber wir finden tatsächlich gerade den Ausgang nicht mehr. Ich geh mal gerade durch, das muss irgendwo bei der Außenwand sein. Wir hoffen, dass es jetzt da hinten ist, aber irgendwie... Da, wir haben es, ich zeig euch. Ach, wir haben Stufen. Die ist auch schon rumgelaufen und hat den Ausgang nicht gefunden. Martina. Ausgang. Hier sieht man einmal, wie der Markt aufgebaut ist. Es gibt immer wieder ein paar so Stufen. Also die sind nicht gleichmäßig verteilt, die sind relativ wir verteilt. Und hier gibt es das oberste Stockwerk, hier gibt es Kleidung, das mittlere, da gibt es Schulzeug und Unterwäsche und unten gibt es Essen. Martina ist gerade lost. Ich bin aber nur froh, dass wir eine Treppe gefunden haben. Ich habe eine Treppe gefunden, yippie! Jetzt sind wir im Fressteil des Marktes angekommen mit Gewürzen, Obst, getrockneten Fisch, dafür der Markt, der bekannt ist. Ja, was ich ganz wir finde, das, ich weiß nicht, ich würde es glaube ich einfach nicht essen. Also ich probiere echt viel, aber hier dieser getrocknete Tintenfisch ist irgendwie seltsam. Nüsse, Pilze getrocknete, vielleicht sind das Magic Mushrooms. Martina, glaubst du, das sind Magic Mushrooms? Kann passieren, aber ich glaube nicht. Nudeln. Also für Foodies ist hier definitiv viel da. Nachdem wir uns teilweise echt verlaufen hatten, sind wir jetzt wieder aus dem Markt raus. Martina, wie war's? Ja, richtig groß, richtig viel zu sehen. So richtig Überfluss an Reizen. Und irgendwie sind wir jetzt gerade am Ausgang. Dabei dachte ich, wir sind noch im zweiten Stock. Also ich nehme den jetzt zwei, sonst komme ich dann nie wieder raus. Wir haben es geschafft. Aber es ist ein echt cooler Markt. Gibt echt viele tolle Dinge. Und wenn man getrockneten Fisch mag und spannendes exotisches Essen, dann ist man hier genau richtig aufgehoben. Natürlich jetzt auch wieder für chinesisches Neujahr ganz viel Girlanden. Wird schon fleißig vorbereitet. Das chinesische Neujahr findet übrigens Ende Januar bis Mitte, Ende Februar jedes Jahr statt. Ich weiß nicht genau, wann 2022 jetzt ist, aber allzu lang kann es nicht mehr hin sein, weil hier wird schon fleißig dekoriert. Was sie hier drauf haben, Leuchtreklame. Richtig geil. Jetzt ist die Abendsonne auch schon im Kommen, es ist jetzt gerade 3. Ist aber trotzdem noch schön warm, oder Martina? Also ich kann mich jetzt gerade nicht beschweren, dass ich friere. Genau, wir sind jetzt hier am Royal Park. Wir hoffen jetzt, dass wir heute den Palast besichtigen können, weil anscheinend ist heute irgendein Feiertag. Ich glaube, die Killingsfields-Feiertag. Deswegen haben wir heute die Killingsfields nicht gemacht. Aber wir schauen jetzt mal, ob wir reinkommen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal den Vorplatz. Ist echt schick. Hier sind so viele Tauben. Ist unglaublich. Da ist ein Baugerüst von einem der Gebäude. Also, schauen wir mal. Könnte mal wieder spannend werden. Das ist dieser Platz hier. Hier wird ordentlich Zeug verkauft, viele Tauben gefüttert. Es sind echt ganz schöne Tauben dabei eigentlich. Und wer einen Luftballon will, kriegt natürlich auch einen. Martina kriegt so eine Seifenblasenmaschine. Du hast so eine Seifenblasenmaschine, du hast noch eine. Ach so, stimmt, ich habe eine zu Hause, so eine Disco-Seifenblasenmaschine. Aber so eine wäre auch cool. Wir stehen jetzt gerade am Ufer des Tonle Sap. Der Tonle Sap ist der größte See hier in Kambodscha. Und da vorne ist der Mekong. Der Mekong gehört zu den 12 größten Flüssen der Welt. Hier könnte man jetzt direkt bis nach Vietnam durch. Wir sind auch schon in einem anderen Vlog. Martina, erzähl mal, was wir schon im Mekong gemacht haben. Wir sind auf dem Mekong schon mal Kanu gefahren, also zumindest auf dem Seitenarm. Und wir haben da schon mal eine Bootstour gemacht, wo wir uns die Flossy Markets angeguckt haben. Und wir sind da schon selber Boot gefahren. Wir durften mal ans Steuer von so einem Ausflugsboot. Das war ziemlich spannend. Irgendwo in unseren Vietnam-Vlogs findet ihr bestimmt. Ich muss dazu sagen, es ist immer noch Corona, aber hier lebt's. Und es ist geil, dass es hier wieder lebt. Tauben, Menschen, keine Touristen eigentlich. Das macht richtig Spaß hier. Martina ist gerade etwas geschockt, weil so viel Leben hier herrscht. Ich habe ein bisschen Angst vor diesen Tauben, die ganze Zeit über meinen Kopf kreisen. Ja, die werden dich ankacken. Es gibt Eis. Der Royal Palace von Phnom Penh.
Der hat heute allerdings zu, weil heute Feiertag ist. Hier residiert der König, der gewählt wird, weil wir eine Wahlmonarchie haben hier. Fertiggestellt wurde im Jahr 1870 und an dem Ort war vorher schon irgendeine Art Zitadelle. Also das war schon vorher ein bedeutsamer Ort und jetzt ist er noch bedeutsamer. Besteht aus ziemlich vielen Gebäuden, die auch ziemlich schick sind. Leider können wir es heute nicht zeigen. Vielleicht kommen wir die nächsten Tage noch rein, aber ich fürchte fast nicht. So, jetzt haben wir euch einiges vom Phnom Penh gezeigt. Vom Phnom Penh. Ich sag das immer falsch, Martina. Mach mal was. Schade, dass wir euch den Royal Palace heute nicht zeigen konnten. Das ist leider aufgrund des Feiertages nicht möglich. Aber wir hoffen, dass wir euch einen kleinen Eindruck geben konnten, was hier im Phnom Penh möglich ist. Es ist so eine Stadt, die gerade im Wandel ist. Einiges ist schon sehr modern, einiges ist noch das alte Asien-Gefühl, so wie wir es auch teilweise in Vietnam erlebt haben. Aber auf jeden Fall mal eine Tagestour wert hier.